Dann werden wir uns ins Versteck begeben. Und ich werde euch jetzt eine tolle Real-Life-Story auftischen, Freunde. Ich habe es ja gesagt, ich wollte euch wieder eine erzählen. Leben, Zerstörung, Tod, alles in einer Wonderlock. Yo, liebe Freunde, mein Name ist Stefan, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und ich begrüße euch zum nächsten Wonderlock Part. Und wir werden heute weiterspielen. Wir haben jetzt mittlerweile uns genug Orden geholt, haben uns ein neues Outfit zugelegt, wer die letzten Parts nicht gesehen hat, ne? Auf jeden Fall schauen, es ist jetzt vorbei, der 24-Stunden-Stream ist vorbei, ich nehme jetzt die Tage danach gerade in die nächste Folge auf. Wir sind in Fluxia City angekommen, wollten uns eigentlich gerne auf zur Arena begeben. Ich habe mein Team noch nicht umgestellt. Das mache ich jetzt noch eben schnell, weil ich noch nicht weiß, was ich mitnehme. Oder habe ich gegen die schon gekämpft? Weiß ich gerade selber gar nicht. Lol. Nein. Gegen Astrid haben wir noch nicht gekämpft. Wir hatten auf jeden Fall schon mal alles soweit vorbereitet, dass wir gegen kämpfen können. Und Astrids Team ist eigentlich relativ solide, Freunde. Ich würde jetzt sagen, wir werden jetzt hier unser Team anpassen. Wir können immer noch zwei Mons umbenennen. Werden wir auch noch machen. Wir haben eigentlich ein relativ super, super starkes Team. Und das Relaxo werde ich jetzt auch noch vertauschen. Habe ich mir so überlegt. Das machen wir jetzt. Ich habe ja erst gesagt, ich würde es gerne behalten. Geschenkte Pokémon kann ich behalten, hatte ich ja gesagt in der Nachtlog. Also, oder stationäre Pokémon, die ich fangen muss. Und ich habe mir überlegt, ey komm, Relaxo ist eigentlich ein cooles Mon. Aber eigentlich würde ich es auch gerne, richtig gerne weitertauschen. Weil vielleicht kriegen wir was Cooles. Und wir werden es jetzt noch eben weitertauschen, Freunde. Und dann, meine Freunde, dann werden wir uns auf die Arena Ich sag, was ist das jetzt? Ein Sie oder ein Er? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall erwartet euch heute wieder eine Real-Life-Story, Freunde. Ich hatte das ja gesagt gehabt, dass ich jetzt wieder eine Real-Life-Story erzählen wollte. Ich bin jetzt endlich, habe ich euer Feedback gelesen. Das war sehr, sehr schön zu hören, dieses Feedback. Und deswegen werde ich heute euch eine kleine Real-Life-Story erzählen. Das ist keine große, aber ja, es geht auch nicht um meine tolle Freundin, die viele schon kennen. Nein, hier geht es diesmal um ein bisschen was anderem. Aber seid gespannt, ich erzähle es euch nach dem Arena-Fight. Und wir werden mit jemandem aus Spanien tauschen. Mal gucken, was wir kriegen. Wir kriegen von ihm ein Supiris. LOL. Sableye, ja Mann. Yes! Nicht sein fucking Ernst. Bitte lass es nicht zu stark sein. Bitte nicht Level 100. Bitte nicht Level 100 oder so. Wir haben einen Supiris. Ja Mann. Geile Sache. Geile, richtig, richtig, richtig geile Sache, Freunde, jetzt. Geile Sache, richtig geil. Wir haben ein fucking Zubiris gerade im Wonder-Trade gekriegt, Freunde. Ich bin gerade so happy. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde Zubiris jetzt trainieren. Und dann werde ich versuchen, Zubiris gleich mit in den Arena-Fall mit reinzunehmen, wenn es klappt. Auf jeden Fall mega nice. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Bis dahin. Obwohl, nee, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde gleich mit euch die Arena-Preview machen, wie wir dagegen vorgehen. Und Zubiris werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil es einfach stylisch ist. I love it. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu Team Pivo oder beziehungsweise zum nächsten Arena-Fight gegen Astrid. Und wir werden hier mit einem voll starken Team angreifen, Freunde. Wir haben Zubiris dabei, ich habe es extra hochtrainiert. Wir werden damit hoffentlich viel zerstören. Es ist ein physisches Zubiris, weil ich relativ viele spezielle Angreifer habe, habe ich mir gedacht, gut, daraus machst du ein
physisches Subiris. Und ja, ich hoffe, es wird klappen. Ich habe den Klaumfetzer drauf, die Finte, die Dunkelklaue und den Schattenstoß. Also immer eine Prio. Und das ist eine Psycho-Arena. Das heißt, ich müsste mit Subiris eigentlich im Alleingang durchsweepen. Ich hoffe, es klappt. Subiris hat auch einen gleich tollen Namen. Schaut also unbedingt rein, wie ich Subiris genannt habe. Ich hoffe, mit Subiris kann ich mich gleich in der ersten Runde setupen und dann einfach durchgehen mit der Finte. Ich hoffe, es klappt. Ich kann aber nichts versprechen. Danach habe ich noch immer meine Alina dabei. Alina soll hier, wenn es geht, eigentlich sich mit Ränkeschmied hochboosten und dann mit einem Donnerblitz draufhauen. Das gleiche gilt natürlich für unseren Chris, Freunde. Chris soll hier einen Detens oder einen Schwertrans rausschmeißen und natürlich, wenn es natürlich klappt, hier auch mit seiner Drachenklaue einfach durch Astris Team fegen. Wenn mir natürlich Plan A nicht klappen sollte mit Subiris, werde ich hier versuchen mit Alina oder auch mit Chris hier das Ding noch zu reißen. Ich würde sagen, das wird ein richtig harter Fight für uns. Wir haben das erste Mal Subiris dabei und ich hoffe, es wird uns nicht enttäuschen, Freunde. Auf geht's in den Arena-Fight Nummer 7. So, meine Freunde, willkommen zurück. Training ist beendet. Team-Preview haben wir auch hinter uns. Ich hoffe, euch gefällt dieses Team. Wie gesagt, wir nehmen Subiris mit. Ich habe es extra jetzt trainiert, Leute. 55 haben wir jetzt. Müsste eigentlich ausreichen. Klauenfetzer, Dunkelklaue, Schattenstoß und Finte ist drauf. Muskelband habe ich drauf gepackt. Dann haben wir Max, das ist dabei unseren Grüß. Und das Subiris heißt übrigens Evita. Liebe Grüße gehen an Evita raus, an Ivi. Ich dachte, der passt einfach. Eve, Evita, das passt dann, dachte ich. Danke. Ja, auf jeden Fall, Subiris ist jetzt dabei. Und ich nehme Alina mit, weil Alina ist einfach, wenn ich wirklich einen Ränkeschmied rauskriegen sollte und auch mit Max das einen Schwerttanz oder einen D-Dance rauskriege, dann wird Astrid, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein Junge oder Mädchen ist, einfach so easy weggefickt. Richtig hart, Mann. Aber ja, wir haben auf jeden Fall unser Training beendet. Und werden jetzt, auf geht's, in die Arena gehen. Ich bin richtig nervös. Ich hoffe, das klappt. Subiris muss jetzt seinen Job erfüllen. Und ich muss mein Mikro jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen ranholen, so. Subiris muss einfach aus Style schon immer jetzt dabei sein, Freunde. Das geht nicht anders. Auf jeden Fall muss ich jetzt eben gucken. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ich bin letztes Mal, glaube ich, einfach willkürlich gerannt, ne? Einfach so... Übermann. Oh lol, da ist ein Sterndu. Ich muss von dem Sterndu weg, glaube ich, ne? Und da kommt dann irgendwie gleich ein neues Symbol und immer so weiter. Ja, Freunde, ich hoffe, das Team wird klappen. Dass wir uns jetzt auch den 7. Orden in Folge holen, hier ohne Probleme. Wenn es nicht klappen sollte, shit. Wenn es klappt, dann habe ich easy alles richtig gemacht. So, ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, letztes Mal bin ich auch da lang gelaufen. So. Ich weiß gar nicht, welche Farbe hat Astrid denn eigentlich? Zack, da. Pink oder lila, was das ist. Sind wir eigentlich ja jetzt gleich richtig da, oder nicht? Oder müssten jetzt da sein? Ne, sind wir bei grün. Da kann man, doch, da kann man lang. Oh, lol. Gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Upsi. Ja, da muss Subiris jetzt gleich seinen ersten Einsatz machen. Oh, Gardevoir wird's mich verarschen. Natürlich, ich habe Maxas mit. Mhm, dankeschön. Klar, kann das die Drecksvieh auch schon Mondgewalt bestimmt, ne? Ja. Ist klar, am Arsch. Mhm, ist klar. Zwei Mons, die gleich eine Feenschwäche haben. Oh, hoffentlich hat Astrid keine Feenattacke. Das ist eine Psycho-Arena. Die kann keine Feenattacke haben. Begrenzer, okay. Ich gehe auf den Donnerblitz direkt. Müsste ein Turret sein. Ja. Cormind am Arsch. Ist klar. So, Freunde. Also, es ist jetzt, oder es sieht jetzt so aus, dass wir mit Subiris gleich easy wreck-wrecken wollen. Also, auch Klauenfetzer aufsetzen und dann BAM, Junge. Also mit unserer Evita. Und ich hoffe, dass das klappt. Wenn es nicht klappt, dann scheiße. Wenn es klappt, ja, geil. Ja, und ich wollte euch noch eine Real-Life-Story erzählen. Muss ich auch noch machen. Habe ich ja gesagt, dass ich das mache. Aber ich wollte es nach der Arena machen, weil ich mich jetzt richtig gerne... Oder ich muss mich jetzt echt mal erstmal auf den Fight konzentrieren. Ich glaube, wir sind da. Wir sind da. Okay, auf geht's. Achso, passiert nichts? Wir sprechen nicht mal seitlich an. So, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich würde eigentlich sagen, das ist ein Mädel wegen dem Lippenstift hier. Da. Aber, bin mir da nicht sicher. Blicke zurück in auf dem, ist er eingeschlagen. Bestimmte Richtung, bla bla bla. Der Gegner mit Astrid. Arlena Reileiterin. Ah, okay, ist ein Mädel.
Ist ein Mädel. Freunde, Mädel. Alles Tutti. Ist ein Mädel. Hat sie gerade eben geklärt. Ist ein Mädel. Okay, sieht wirklich aus wie ein Mädchen. Aber wie ein hübsches Mädchen. Ein richtig hübsches Mädchen. So, wir leben mit unserer Evita. Wie ich es euch gesagt habe, ich wollte gerne so leben. Und ich werde hoffentlich auch so durchkommen. Okay, wir gehen erstmal. Okay, ein Reflektor kommt raus. Das ist jetzt, ja, nicht so gut. Egal, wir gehen erstmal auf den Clownfetzer. Boosten uns ein bisschen. Gehen auf den zweiten Clownfetzer. Ich kriege jetzt Wetten den Quit ab. Na, nice. Quit meine ich nicht. Dings. Okay, passt. Passt, passt. Finte oder Dunkelklaue? Dunkelklaue gehe ich mal. Wenn ich jetzt den Flint kriege, weine ich. Aber eigentlich, nee, nice. Plus 2. Bam, Junge. Junge, kriegst das. Richtig, Mann. Yes. So, als nächstes kommt Lasho King rein. Weiterkämpfen. Weiterkämpfen, 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 weiterkämpfen. Und auch Lasho King müssten wir mit einer Dunkelklaue rausnehmen. Müssten wir. Yes. Ja. Yeah. So, bin wieder da. Sorry dafür, ich hatte wieder Besuch. Das nervt mich tierisch, Freunde. Sorry dafür auf jeden Fall. Es steht schon der zweite Cut, den ich machen musste. Oder ich habe jetzt kurz auf Pause gedrückt. Oder ich habe ganz kurz schnell Ton ausgemacht, weil ich wusste, dass der reinkommt. Aber gut, wir kämpfen weiter. Und es sieht verdammt gut aus. Der Reflektor ist noch draußen. Wir gehen weiter auf eine Dunkelklaue. Bitte reich aus, komm. Komm. Dann hat ihr wieder hier den besten Job ihres Lebens gemacht. Boom! 7. Arena-Ohren, Freunde. 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! 7! 7, Freunde. 7 fucking Arena-Ohren. Ohne Verlust. Und wir haben jetzt auch einen Zubiris. Wenn ich jetzt noch irgendwie im nächsten Part einen Quite kriegen sollte, bin ich happy. I'm so happy dann. Also wirklich, dann bin ich richtig happy. Nice, Freunde. Sie diesen Ohren als Urkunde an. Möge, ja, her mit dem. 7 Ohren, Freunde. Wir haben es geschafft. 7 Ohren ohne Probleme. Wir werden jetzt weitergehen. Wir kriegen Gedanken gut. Nice. Finde ich gut. Und werden dann jetzt uns auf... sie ist als einer Wegweiser. Möchtest du zurück zum Eingang? Jo, möchte ich gerne. Dankeschön. Ja, Freunde, wir werden jetzt gucken, dass wir uns auf in die nächste Arena begeben und uns den letzten Orden holen und dann werden wir uns endlich dieser Pokémon-Liga stellen. Oh, Leute, das ist Team Flair. Es war sicher ein Kinderspiel für dich, den Sire und zwar Gata Gyms. Eve. Bist du bereit für eine Revanche? Jetzt nach dem Arena-Fight? Never. Mm-mm. Es hat natürlich einen besonderen Reiz, mit eigenen Nachbarn darum zu wetteifern, wer der Stärkste von Kalos ist. Doch, zuvor... Sollte ich dich zumindest einmal besiegt haben, habe ich recht? Danke. Alter, ich habe nur 3 Mons mit, das wäre richtig ungerecht, Junge. Nanu. Eine Holo-Nachricht. Flores, an alle Trainer im Besitz eines Holo, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir von Team Flair stehen kurz vor der Inbetriebnahme der ultimativen Waffe. Sie wird mit Ausnahme von uns selbst alles Leben dieser Erde auslöschen und es ermöglicht eine Welt der Schönheit zu erschaffen. Unsere Erde ist von Parasiten befallen, das sich an der hart arbeitenden Ernte anderer Leben. Sie sehen Neid und Zwietracht. Wenn ich nichts unternehmen werde, wird dies hässliche Auseinandersetzung führen, die unsere Welt ins Chaos stürzen wird. Ja, bla bla bla. Ich wusste, dass das der böse Typ ist. Hab mir auch irgendwie gehofft, dass es vielleicht der gute ist, aber gut. Was hat Florida da gesagt? Und meine Welt der Schönheit zu schon muss alles außer Team Flair vergehen? Eve. Lass uns getrennt nach dem Geheimversteck von Team Flair suchen. Zum ersten Mal. Vielleicht liegt das Geheimversteck ja dort. Ja. Lass uns da hingehen. Wir gehen nach Illumia City. Vorher stocke ich erstmal wieder mein Team auf. Und wir werden jetzt ein bisschen das Team umstellen, Freunde.
Das Team wird jetzt sich nicht mehr aus David, Dogus und sowas zusammensetzen. Nein, wir nehmen Adrian weiter mit. Wir nehmen unsere Jenny weiter mit. Und wir nehmen Dogus mit. David bleibt jetzt erstmal hier auf der Ersatzbank ein bisschen zurück. Sorry dafür auf jeden Fall, David. Aber, ey, komm, wir haben es, Biris. Das rechtfertigt gerade alles. Das rechtfertigt wirklich gerade alles. Gut, auf geht's in Lumia City. Ich glaube mal, wir fliegen in die Mitte am besten. Und dann werden wir uns ins Versteck begeben. Und ich werde euch jetzt eine tolle Real-Life-Story auftischen, Freunde. Ich habe es ja gesagt, ich wollte euch wieder eine erzählen. Und die habe ich jetzt auch vor. Der Arena-Fight ist vorbei. Ich brauche mich nicht mehr konzentrieren, obwohl ich war nicht so nervös, weil ich jetzt zu Beres bekommen hatte. Aber egal. Es ist so. Der gute und liebenswerte Eve hat mal wieder einen Kalender gekriegt von seiner Freundin. Das war vor 4 Jahren oder so, hat er mal von seiner damaligen Freundin einen Kalender und so gekriegt. Ja. Dieser Adventskalender, also es war ein Adventskalender, ne? Da konnte ich jeden Tag ein Türchen aufmachen. Da war Schokolade drin und. Also richtig coole Sachen, so. Krimskram. Das war ja auch alles schön und gut, ne? Dieses Krimskram. Jetzt ist aber die Sache. Ja, auf jeden Fall, Freunde, die Sache ist die. In diesem Adventskalender hatte ich ja gesagt, da war Schokolade drin. Diese Schokolade war auch vollkommen in Ordnung, lecker, kann man sich nicht beklagen. Das Problem aber an dieser ganzen Sache war einfach nur, ich habe einfach an irgendeinem Tag, ich weiß nicht, ich glaube, war irgendwie mitten im Kalender, hatte ich auch solche, da war Schokolade drin und solche kleinen Kügelchen, solche so ganz, ganz kleine Kügelchen und mit Schokolade halt. Ich blende euch mal irgendwo im Bild mal kurz ein, was ich meine. Das waren solche kleinen Kügelchen. Und ich dachte natürlich, weil ich morgens noch die SMS bekommen habe, na, schmeckt es, wie sind sie? Dachte ich, dass diese Dinger wirklich Schokoladendinger sind. Das waren aber im Endeffekt Badeperlen. Ja, wer Badeperlen nicht kennt, ich habe euch hier ein Bild vorhin eingesendet. Das waren Badeperlen, Freunde. Ich wusste das nicht. Ich wusste es wirklich nicht, dass das Badeperlen waren. Weil besonders, wenn man so die SMS kriegt, nachschmeckt's und wie sind sie, denkt man ja wirklich jeder so, okay, das ist was zum Essen. Ja, ergo vom Thema ist einfach gewesen, Freunde, oder Fazit vom Thema ist, Eve nimmt diese Badeperlen in den Mund, versucht diese Dinger zu lutschen die ganze Zeit. Hat nicht geklappt. Ich habe die nicht aufgekriegt. Also, ich habe erst gedacht, das sind solche Lutschbonbons oder so. Und dachte, das gibt's doch nicht. Wieso gehen die denn nicht kaputt? Und dann dachte ich, vielleicht musst du drauf rumkauen. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht. Und das wurde auch nicht besser. Und dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Ich so, egal, jetzt beißt du einfach mal richtig kaputt. Und dachte mir so, da ist da wahrscheinlich irgendwie so eine Füllung oder so drin. Das dachte ich schon. Das dachte ich mir sowieso schon. Und dann weiß ich drauf, und dann dieses ganze eklige Zeug von diesen Badeperlen einfach so alles raus im. Oh, das war so eklig, ne? Ich habe die draufgebissen und das ganze Ding ist aufgeplatzt. Ey, das war so abartig. Dieses Badeöl, oder was das war, der Geschmack war. Oh. Ich wusste das auch nicht, dass das Badeperlen war. Wer rechnet damit, dass das fucking Badeperlen sind, wenn man da Schokolade reintut? Jeder hätte genauso gehandelt wie ich. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall, ich stand da dann und hatte echt, boah, mir war richtig schlecht, diese Badeperlen, ne? Aber was soll man denn machen? Ich bitte euch, wenn man da eine SMS kriegt mit, na, schmeckt's und wie sind sie? Dann denkt man jetzt, oh, das ist vielleicht was man noch nicht kennt, so eine Süßigkeit oder so. Aber dass das fucking Badeperlen war, wer rechnet damit? Nicht mal so eine Gebrauchsnummer, so ein hier, Eve, das sind Badeperlen, bitte nicht essen. Wäre auch ganz lieb gewesen, aber nein, war nicht bei. Und ich saß da dann und hab die Dinge auf und hab einen aufgekaut. Boah, danach war mir so schlecht. Ich hab gedacht, diese Bonbon kannst du ja nicht essen. Bis ich sie dann am Wochenende mal gefragt habe, was war das da eigentlich? Dann meinte sie, nee, das sind Badeperlen. Wie? Hast du die im Mund genommen? Ich so, ja, klar. Ja. Ich war auch dämlich an dem Tag. Also es war auch nicht mein Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lief alles schief in der Schule auch. Also, naja. Auf jeden Fall. Ich verstehe das nicht. Wieso packt man solche Sachen bei mir in den Adventskalender? Das macht man nicht. Nein, Mann. Macht man nicht. Macht man ehrlich nicht. Linfu kommt rein.
Ja, Limfu, hi. Dann setze ich mich mal mit der, oder greife mal direkt mit der Finte an. Und es kann Akrobatik. Klar kann es Akrobatik. Warum sollte es nicht Akrobatik können? Ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich weiß nicht, ob die Geschichte gefallen hat. Es war nur eine kleine Real-Life-Story. Ich wollte jetzt auch nicht elendig rausholen, weil ihr habt mir gutes Feedback dagelassen, dass ihr das gerne öfters wollt. Und ich will jetzt auch nicht jedes Mal so eine Riesen-Story erzählen. Vielleicht mal so einmal in der Woche mal so eine kleine Geschichte von mir. Dann nimmt es auch nicht überhand, weil das, ja, es stellt mich gerade in ein sehr, 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 sehr dummes Licht da. Also wie gesagt, ich habe euch das Bild eingeblendet. Ihr würdet auch denken, dass das definitiv Esser sind. Das waren solche richtig kleinen Kügelchen. Und ich fand das scheiße. Die haben nicht mal lecker geschmeckt. Aber die waren eklig. Die waren richtig eklig einfach nur. Boah, war das eklig, ey. Oh, naja. Was soll man mal machen? Ich halte mich da doch lieber dann raus und bleib bei dem normalen. So, Garados kommt rein. Daraus Kaskade. Ja, das wird auch nicht viel machen. Ich gehe mal auf Adrian. Ach nee, es ist Flug, ne? Das ist nicht Unlicht. Oh shit. Oh nice, Naschweif. Ein Crit. Na, super. Toll. Quitte, Mann. Erstmal quitten. Danke. Ja. Ruderanfall, ehrlich. Tankst du, Adrian? Tank ihn. Tank ihn. Tank ihn. Nice, Adrian. Machst du gut. Guter Adrian. Giga Drain jetzt. Ich heile mich, glaube ich, fast mehr wieder, als dass er Damage. Nee, er macht ein bisschen mehr Damage. Er müsste mehr Damage machen. Aber er kommt jetzt gerade in die Range, wo ich ihn killen kann. Das ist gut. Und ja, nächste Runde reicht auch, um ihn rauszunehmen. Warum kriegt er nicht einmal die Verwirrung? Jetzt kriegt er auch erst die Verwirrung. Er hätte auch ein bisschen früher kriegen können. Oh nice, er macht doch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es down. Nice. Ja. Also wenn euch die Story gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen da. Tut mir leid, dass ich jetzt immer mal so kurze Sachen oder heute halt so viele Cuts reingemacht habe. Ich habe Besuch gekriegt, Besuch nicht, aber dann kam ja mal ins Zimmer mein Bruder und dann... irgendwie war heute nicht mein Tag beim Aufnehmen, Freunde, schon. Das hat man gemerkt. Wir lernen keinen Spukball. Wir werden nämlich ein physisches Subiris. Chris erreicht 54, nice. Unsere Sayuri kriegt da auch wieder ein Level up. Pyro Leo kommt rein, da wechseln wir raus. Gehen in Saruti Chan. Und unsere Jenny. Ich hätte es eigentlich Jenny nennen sollen eigentlich. Fällt mir gerade so ein. Surfer. Friss meinen Surfer, du Kacklöwe. Easy peasy, Junge. Direkt nennt man das. Und was zum Schluss? Kramox. Ich gehe in Alina. Nice. Kramox Pass. Bam. Müsste ausreichen, ne? Ja. Nice, Freunde. Damit haben wir auch schon oder sind beim Ende des Parts. Also wie gesagt, kleine Real-Life-Story gewesen. Nächstes Mal erzähle ich euch wahrscheinlich noch etwas längere. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auf den Abo-Button, Freunde. Wäre mir ja nice. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Da kommt die nächste Verlosung. Ich werde hier jetzt speichern und wir haben damit auf jeden Fall schon mal Floridas besiegt. Werden uns im nächsten Part ein bisschen hier im Labor umgucken, was uns erwarten wird. Ja, mal gucken, was er uns jetzt also auf jeden Fall machen will. Oder was uns hier erwarten wird im Geheimlabor. Ich speichere hier an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, abonnieren. Ihr wisst, kommentiert den Part. Sagt mir, was ihr von meiner Story mit den Badepellen gehalten habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, liebe Freunde.